Willkommen zu Flight Sim 2020 News. Ich bin's, der JK, und ich freue mich mal wieder, dass du eingeschaltet hast. Pilots, es gibt richtig viele gute Nachrichten heute in meinen Flight Sim 2020 News. Tschu, 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 tschu. Ich hab grad einen Kaffee getrunken, hab übelst Bock. Los geht der Flug. Pilots, es gibt einen Newcomer in der Flight Sim Welt und zwar nennt sich der Newcomer AMJ Studio. Und die beiden, beziehungsweise die entwickeln für die beiden Simulatoren X-Plane 11 und Microsoft Flight Simulator Shanghai. Das Ende dieser Woche bringt aufregende Neuigkeiten über weitere Entwicklungsbemühungen in Asien. Gegen den Trend zur Entwicklung westlicher Ziele haben sich einige Entwickler, die in der Vergangenheit chinesische Freeware-Flughäfen hergestellt haben, zu einem Entwicklungsteam namens AMJ Studio zusammengeschlossen. Sie haben sich unter anderem Nachrichtenteams an uns gewandt, um die Community vorauszustellen und vorzustellen. Mit dem Premium-Zweck der Entwicklung mehr detaillierten Flughäfen und Bemalung für beide X-Plane und Microsoft Flight Sim 2020 ist der Name AMJ eine Abkürzung von den Initialen der drei Gründungsentwickler, ein Dam, Shane, McDonough, J. Ihre ersten Produkte werden eine Wiedergabe der Stadt Shanghai und der wichtigsten Flughäfen Metropole sein, Putong und Hongqiong. Das Shanghai-Projekt ist seit über 2 Jahren in Arbeit, krank Leute. Übelst lange und wird in separaten Paketen über Mainstream-Online-Anbieter veröffentlicht. Das Shanghai-Projekt besteht aus 3 Teilen der Stadtlandschaft von Shanghai, Shanghai-Putong, Internationaler Flughafen und Sulu, Sierra, 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 Shanghai, Hojokcho, Internationaler Flughafen. Jacke, ey, das ist so geil. Der erste Teil der Reihe, der veröffentlicht wird, ich habe übelst Bock auf euch, wird die Landschaft von Shanghai City in diesem Monat sein, gefolgt von Sulu Sierra Papa Delta vor Ende dieses Jahres und Sulu Sierra 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 im nächsten Jahr. Stadt Shanghai, genau, Straßen und Gebäudepositionen mit den neuesten Informationen von chinesischen Kartenservice. Orthofoto-Layout für die gesamte Gemeinde Shanghai, einschließlich der drittgrößten Insel Chinas, der Insel Chongqing. So viel Koffein, Jackie. Hunderte von maßgeschneiderten Gebäuden mit Nachtlichteffekten, darunter berühmte Sehenswürdigkeiten wie der Shanghai Tower, der Oriental Pearl TV Tower, der Expo Park, der Shanghai TV Sender und mehrere Brücken über den Huanpungu. Pilots, an was erinnert mich das? An den Expo Park? Ich sag euch, Swiss von Zürich nach Shanghai mit dem Engine Fail. Könnt ihr euch daran erinnern? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt, es geht richtig ab und die Grafik ist richtig gut und wie gesagt, für X-Plane 11 wird natürlich wieder eine SAM-Integration dabei sein und ja, macht euch auf was gefasst. Heftige Grafik. Berlin Brandenburg von Aerosoft bald erhältlich. Aerosoft hat stillschweigend für Microsoft Flight Simulator angekündigt und damit eine weitere InSim-Version des umkämpften realen Flughafens gebracht. RIP. Berlin-Brandenburg, RIP, immer noch nicht geöffnet, in die in Kürze in diesem Monat eröffnet wird. Oh, er wird eröffnet, hoffentlich. Den Screenshots nachzuurteilen, scheint es sich entweder um eine umfassend überarbeitete Szenerie zu handeln, die auf den ursprünglichen Two-Niner Palms und Sim-Product basiert, oder um ein völlig neues Produkt. Es wurden keine Details dazu angegeben, ob der Airport also jetzt komplett neu gebaut wurde oder umkonvertiert wurde, zum Beispiel vom Prepare 3D. Neben diesen Screenshots wurden nicht viele Produktinformationen veröffentlicht, außer einer kurzen vorläufigen Liste der Funktionen, die von der Szenerie zu erwarten sind. Die Landschaft wird mit dem neuesten Flughafen-Layout für 2020 von Start- und Landebahn, Rampen und Rollwegen ausgestattet sein. Also richtig frisch. Wobei Gebäude und Grundlagen mit fortschrittlichen Microsoft Flight Simulator Techniken moduliert werden. Grafik sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Auf der Luftseite des Terminals sind Jetways funktionsfähig, mehr zu den Grundlagen benutzerdefinierte Satellitenbilder, also Autos, die den gesamten Flugplatz und die unmittelbare Umgebung des Geländes abdecken sollen und mit Sonderzielen und Gebäuden rund um den Flughafen dekoriert sind. Also praktisch handplatziertes Autogen. Auto 4XP für Microsoft Flight Simulator jetzt downloaden. Leute, Leute, Leute. Des Weiteren gibt es auch atemberaubende und dynamische Nachtbeleuchtung, die natürlich für Microsoft Flight Simulator Standard sind. Ja, wann dieses
Add-on rauskommen soll. Wie gesagt, in Kürze soll es losgehen. Preis ist mir noch nicht bekannt. Aber ich denke mal so 20 Euro. RIP. Rotate MD11. RIP. Schlechte Nachrichten von der Software-Schmiede Rotate. Rotate hat auf xplane.org ein kurzes Update zum Projektstatus veröffentlicht. Die internen Tests mit der MD11 werden fortgesetzt, während das Team die Entwicklung vorantreibt. Der Publisher hat bestätigt, dass die Systementwicklung kurz vor dem Abschluss sind. Das Team derzeit einige kleine Systeme schreibt. Hauptsysteme wie Navigation und Autopilot werden geschrieben und implementiert, die beim internen Testen und Debuggen ihrer Schritte durchlaufen. In den neuen Voransichten zeigt das Team die Implementierung eines Dual-Cockpits. Obwohl bereits Tests durchgeführt wurden, betonte der Entwickler, dass sich das Flugzeug der Beta-Testphase noch nicht nähert. Aber wir können so sagen, dass wir beginnen, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Also Pilots wird genauso sein wie bei X-Enviro. X-Enviro ist ja auch schon lange im Development mit 1.14 und die Rotate MD-11, klar, es wird ein Study Aircraft sein, aber wie gesagt, es ist doch alles ziemlich komplex und ich denke mal auf jeden Fall dieses Jahr wird es leider die MD-11 von Rotate noch nicht geben. Xcoda veröffentlicht den Airport Kilo Mike Mike Hotel Yosemite für unseren geliebten X-Plane 11er. Pilots, eine sehr detaillierte, ultrarealistische Landschaft für X-Plane 11 erwartet euch. Die Landschaft umfasst nicht nur den Flughafen Mount Yosemite, sondern auch die Umgebung und das nahegelegene Skigebiet. In Verbindung mit über 120 Quadratkilometern detaillierter, realistischer Landschaften, die Sie wie bei den meisten Xcoda-Produkten genießen und erwarten können. Sie kaum Fehler von Ihnen entwickelten Landschaft finden, also gut programmiert worden. Der eigentliche Flughafen ist ein kleiner öffentlicher Flughafen direkt außerhalb der Stadt Mammoth in Ostkalifornien. Er liegt ungefähr 60 Kilometer vom malerischen Yosemite National Park entfernt. Neben der Nähe zum Yosemite National Park, dem örtlichen Skigebiet und der wunderschönen Umgebung ist es ein beliebtes Urlaubsziel. Alle Gebäude verfügen über ultrahochauflösende Texturen, die meisten 4 Pixel pro Zoll. Alle Gebäude verfügen über die erweiterte PBR-Texturierung und realistische Reflexion und Bump-Mapping. Alle Gebäude sind detailliert bis hin zu gleichmäßigen Türgriffen. Alter Leute, die Türgriffe braucht man zwar nicht, aber die sehen, dass es, also sie nehmen sehr, sehr ernst mit dem Realism. Alle Gebäude verfügen über ein Light-Interieur, um den Fenstern mehr Tiefe zu verleihen. Detaillierte Bodentexturen mit realistischen Verschleiß im großen Maßstab, also praktisch, ihr habt, also es ist nicht mehr alles neu gebaut, sondern ihr habt auch Verwitterungsspuren. Richtig heftig, Grafik geht richtig ab und ist natürlich benutzerdefinierte Overlay-Szenerie basierend auf dem HD-Mesh V4 von Alpilot X. Der Airport und die Landschaft kostet 19 US-$95 im X-Plane Oxstore. Ja, Pilots, das waren nochmal wieder hochinformative Nachrichten zu den beiden Simulatoren. Was ich, wie gesagt, an sich ist das ein positiver Aspekt und meine Meinung, Leute, mit der Rotate macht ihr euch erstmal keine Sorgen. Beachtet bitte lieber ein vollständiges, ausgereiftes Add-on als viel zu früh releasen und alle meckern dann. Das ist für Rotate auch nicht gut. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi aus dem Cockpit, euer X-Plane 11 Pilot JK. Habe die Ehre, Servus.